einmal einen kleinen Porzellanbär in Hand zu halten, ist so das Ziel eines jeden Jungen. Dieses Jahr ist ein sehr starkes Niveau. Und gerade wenn über 300 Mann da sind, hat jeder Lust, hier mal zu zeigen, was man kann. Der 57. Weiße Bär von Berlin, also ein Top-Turnier, heiße Fights, historisches Ambiente und ein tierisch starkes Starterfeld. Dieser Wettkampf läutet aber auch gleichzeitig das neue Fechtjahr ein. 2017 steht ja ein ganz besonderes Highlight, die Weltmeisterschaft in Leipzig an. Diese Traditionsveranstaltung hier, organisiert vom Berliner Fechterbund und dem Fechtclub Grunewald, ist da die erste grobe Standortbestimmung. Es ist eine Generalprobe. Wir haben ein Turnier, das gut besetzt ist im eigenen Land. Das wird bei der WM nicht anders sein, weil eine Weltmeisterschaft das Nonplusultra ist für dieses Jahr. Wir arbeiten auch mit den Leipzigern gut zusammen und wir sehnen diesen Highlights entgegen. Unter den mehr als 300 Startern sind neben Stars wie Pokorny oder Martin Rubes jede Menge Sternchen. Das Augenmerk liegt vor allem bei den U23-Jungs aus Deutschland. Also wir haben von der jüngeren Truppe den Lukas Bellmann dabei, der Junior-Weltmeister war mit der Mannschaft, den Rico Braun, den Samuel Unterhauser. Da sind viele Leute dabei, die sich international schon bewiesen haben und jetzt eben den Schritt nach ganz oben wagen und halt Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Auf diesem Weg begleitet Mario Böttcher seine Schützlinge schon seit der Jugend. Vor seinem Posten als Bundestrainer im Degenfechten trainierte der Dresdner den Nachwuchs. Und für den ist dieses Turnier eine gute Reifeprüfung. Hier kann man sich mit den Größten aus Europa versuchen zu vergleichen und gucken, wie weit man kommt. Und das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Vor dieser stehen morgen aber nicht nur die jungen Wilden der U23 oder die Routiniers, sondern auch die ganz kleinen Knirpse. Erstmals ist auch ein kleiner weißer Bär in den Wettbewerb integriert. Florettfechter, Schüler. Schülerinnen und Schüler in 4 Wettkämpfen, die dann hier das Ganze noch so richtig schön aufmischen und dann vor allem auch das Finale und die Atmosphäre im Kuppelsaal erleben. Da warten dann noch ein paar besondere Highlights. Ja, wir sind ja Premium-Partner dieser Veranstaltung, technischer Realisator und wir haben es geschafft, die Fechtbahn hier wirklich nach Norm auszuleuchten, damit die Fechter hier perfekt in Szene gesetzt sind. Die Besonderheit ist eben, dass das ist noch ein kleines Geheimnis zu diesem Zeitpunkt, dass die Fechter bei Einlauf zu den Finals eben mit kopfbewegten Scheinwerfern hier sogar verfolgt werden, also einen wirklich szenischen Einlauf haben, als auch dann nochmal explizit bei der Siegerehrung hervorgehoben werden. Vom jugendlichen Trio hat morgen übrigens nur noch Samuel Unterhauser eine Chance, in den Kuppelsaal einzuziehen. Wer sehen will, ob das geklappt hat, kommt am Sonntag einfach ab 13.30 Uhr zum Finale in den Kuppelsaal oder klickt wieder fleißig bei uns bei Hauptstadtsport TV rein. Dann die Entscheidungen eines der größten Degenfechtturniere der Welt.